Hälfte meiner Karte des Rätsels Lösung gelöst. Übrigens, hier ist wieder ein Einbruch und direkt unter uns ist eine Höhle. Das heißt, die Höhle ist früher hier noch weitergegangen, ist eingebrochen. Also der Weg, auf dem wir jetzt hier oben sind, das ist der Frankenweg, den haben wir unten auch schon gesehen. Der ist ja eine ganze Zeit lang den gleichen Weg gelaufen wie der Keltenschanzenweg. Und genau dort, wo die sich teilen, da ist die Keltenschanze. Also vielleicht war da auch eine Tafel und ich habe es übersehen. Aber jetzt beim Runderweg kann ich es ja gar nicht übersehen, weil dort, wo ich auf den Weg treffe, den ich schon am Anfang gegangen bin, wie ich rauf bin, muss die Keltenschanze sein. Schaut euch das an, mitten auf dem Weg wächst Minze, feinste Minze. Schmeckt gut. Toll. Oh, da ist was wirklich Gefährliches. Da hat man einfach eine Ecke vom Wald abgezäunt. Ich nehme an, dass das eine Einsturzgefahr vielleicht birgt. Sturzgefahr durch Bäume, glaube ich, ist eigentlich nicht. Die sehen ganz gut aus, die Buchen hier. Sondern ich denke eher Einsturzgefahr, Boden. Denn unter uns sind weitläufige Höhlen. Aha. Aha, so ist das laut meiner Karte, befindet sich hier die Keltenschanze. Also da ist, sieht man nichts mehr. Das ist, ja, man kann erahnen, dass das da oben, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, ein Plateau war. Ein bisschen weiter oben haben wir Wasser gehabt und dann waren da auch diese vielen Höhlen, in die man alle nicht wirklich rein konnte. Hier ist ein Plateau, das halt jetzt mit diesem fürchterlichen Steckerleswald bepflanzt ist. Und das hier ist die Keltenschanze. Also hier hat man offenbar eine Siedlung oder eine Schanze, also eine Wehranlage gehabt. Naja, das kann man sich schon schön vorstellen, wenn dieser Wald, der jetzt da nach unten ist, nicht hier gewesen ist, dann konnte man hier sicherlich bis ganz weit, bis rüber zum Schlossberg nach Heideck schauen. Und es hat sich natürlich angeboten, diesen Ort dazu zu nutzen. Und wir haben aber ja auch gesehen, ein Stück weiter hinten, überall waren tatsächlich auch behauene Steine, vielleicht eben da auch diese Befestigungsanlage, auf der ich mit euch droben war. Aber hier, das ist also der Platz Keltenschanze. Ne? Und hier, wichtig, hier sind auch so Terrassen drin. Und hier könnte man, wären die Bäume nicht endlos weit ins Land runterschauen. No, der Sturm und Regen hat uns wieder, aber da oben ist die Keltenschanze. Hier ist wieder so eine Weggabelung. Und hier sieht man wieder behauene Steine, also und diese aufgeworfenen Wälle. Also ganz klar, hier war eine reiche, hat eine reiche Bearbeitung des Erdreichs stattgefunden und hier war offenbar besiedelt. Und ein Stück weiter oben, wo diese Höhlen sind, da bin ich mehrmals an kleinen Quellen vorbeigekommen. Also ganz klar, wenn man hier irgendwo leben will, hier macht es durchaus Sinn zu wohnen. Und früher war dieser Steckerleswald nicht da. Da waren das vielleicht einfach da oben Gehöfte gestanden oder sonst was. Und da haben die Menschen hier gelebt und gewirkt und gearbeitet. So, jetzt mache ich aus. Jetzt wird es gar garstig. Eigentlich so wie Novemberwetter. Das da, das ist auch eine Schanze, aber keine Keltenschanze. Das ist eine Mountainbike-Schanze. Schön. So, inzwischen hagelt's. Das hier ist auch ein künstlich gemachter Graben. Das ist wieder wie drüben, Richtung Weizenhofen hoch. Vielleicht seht ihr die Hagelkörner abprallen. Also es ist echt irre. Wir haben den 25. Mai und es ist Wetter wie, ja, wie im April. Oh schön. Erst habe ich gedacht, oh Gott, schon wieder so ein blaues Fass, das da wächst. Aber nein, diesmal ist es was Positives, eine Wildfutterstelle. Was mich allerdings etwas verwundert ist, dass jemand offenbar versucht hat, Fischdosen an Rehe zu verfüttern. Das wäre mir jetzt neu, dass das bei denen auf dem Speiseplan steht. Blöd ist auch,
dass auch runterwärts die Markierungen fehlen. Ich denke, da ist der betreffende Baum gefällt worden. Ihr habt echt tolle Sachen hier in Thalmessing, Wanderwege gekennzeichnet, tolles Kartenmaterial, das man alles im Rathaus kriegen kann. Aber was bringt's, wenn dann so viele Wegmarken einfach fehlen? Ich meine, ich weiß schon, wie ich hier rauskomme. Ich kann mich orientieren. Da unten links ist die Straße. Ist jetzt nicht wirklich schwer, aber es ist halt unschön. Auch für die Tiere nicht schön, wenn ich jetzt hier durchtrampeln muss. Bloß weil ich aufgrund der fehlenden Wegmarke den Weg nicht mehr gefunden habe. Und da oben sind wirklich so viele Wege. Da war nicht klar, welcher von den drei möglichen der richtige gewesen wäre. Ich habe offenbar den falschen erwischt. Also bitte schaut, dass man da mal wieder ein bisschen guckt, dass die Bäume vielleicht markiert werden, sodass man auch den Wanderweg sicher rauf und runter finden kann. Ansonsten ist es ein traumhafter Wald, eben überall mit Bebauungsspuren, überall diese aufgeschütteten Wälle. Oh, da unten ist wieder ein Weg, aber das ist auch nicht unser richtiger. Und wir gehen jetzt hier auf dem Wall entlang. Es ist recht schön zu laufen hier. Und da werde ich dann weiter unten schon wieder auf den richtigen Weg treffen. Juhu, wir haben den Weg K wiedergefunden. Ein schöner, überdachter Ruheplatz mitten im Wald. Das war da vorhin, wo ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt rechts den Matschweg gehen soll oder links. Ich habe mich für den linken Weg entschieden. Der war schön, aber das war falsch. Der rechte wäre es richtig gewesen, bloß da fehlt jegliche Markierung. Weil das Schild hier, K8, weist eigentlich so ein wenig mehr nach links und nicht nach geradeaus rüber. Naja, aber runtergekommen sind wir diesmal richtig. Ne, hier kann man sich richtig schön ausruhen, Picknick machen, tolle Sache. Jetzt haben wir sie endlich gefunden. Heute regnet es und stürmt es auch nicht. Die Viereckschanze von Ohlangen. Also, wenn man jetzt hier reinschaut, hier rüber im Karree und da wieder zurück. Wobei ich sagen muss, dass auch in dem Wald da drüben ein paar Besonderheiten sind. Ich habe es beim Rauffahren schon gesehen. Es sind Eichen, die in einer besonderen Gruppierung stehen, also weiter unten. Ein Grundstück ist eingezäunt, man kann aber nicht genau erkennen, was es ist. Die sogenannten Viereckschanzen sind typisch für die Siedlungslandschaft des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus in Bayern und Baden-Württemberg. Ihre Überreste sind bis heute im Gelände zu erkennen. In der Regel handelt es sich um rechteckige Wallanlagen mit einer durchschnittlichen Größe von 80 mal 100 Metern. Die äußeren Ecken des Walls sind in der Regel erhöht. Der Eingang liegt in der Regel im Osten, jedoch nie im Norden. Manchmal lassen sich noch Reste eines Grabens erkennen, der den Wall umfasste. Früher wurde die Umfriedung als Überreste von Kultanlagen gedeutet. Zahlreiche Grabungen konnten jedoch belegen, dass es sich bei einem überwiegenden Teil um landwirtschaftliche Gehöfte handelte. Im Innern vieler Anlagen wurden Reste von Gehöften, Vorratsbauten, Brunnen sowie landwirtschaftliche Geräte und Scherben von Vorratsgefäßen gefunden. Auch aus einer Grube der Ohlanger Viereckschanze stammen Reste von Vorratskeramik. Die Ohlanger Schanze ist mit 150 mal 100 Metern sehr groß. Die Umwallung ist mit bis zu rund 4 Metern Höhe gut erhalten. Im südlichen Teil wird die Schanze von einem Hohlwegbündel durchschritten. Da waren wir schon mit der Kamera. Das Alter der Wege ist unbekannt. Möglicherweise gehen sie auf vorgeschichtliche Zeit zurück. Spätkeltische Siedlungslandschaft. Vom 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus bestand in Süddeutschland eine dichte Besiedlung aus stadtartigen Zentralorten, Dörfern und einzelnen Gehöften. In Caesars Gallischem Krieg werden diese spätkeltischen Siedlungsformen als Oppidum, Stadt, Vicus, Dorf oder Edificum als Gehöft bezeichnet. Die Viereckschanzen sind vermutlich die bei Caesar genannten Edifica.
Die ländlichen Siedlungen und Gehöfte standen über Verkehrswege in Verbindung mit den großen Zentralorten und belieferten diese mit landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen. Die bekannteste Keltenstadt ist das rund 60 Kilometer entfernte und gut untersuchte Oppidum von Manching bei Ingolstadt. Es war wirtschaftliches und kulturelles Zentrum, Handelsdrehscheibe. Die Stadt war Heimat von spezialisierten Handwerkern und Münzprägestätte. Hier wurden nach griechischem Vorbild unter anderem sogenannte Regenbogenschüsselchen, kleine Goldmünzen, geprägt. Also schauen wir uns das Ganze an. Die Viecksschanze, die sich also heute hier unter dem Kornfeld befindet und natürlich einen tollen Blick ins Thalachtal erlaubt. Und nicht nur das, sondern man kann jetzt praktisch rüberschauen. Der hintere Kirchturm, den man sieht, ist Alfershausen. Man sieht also wirklich das ganze Thalachtal ein und sieht aber auch nach links ein Stück rein, wo die Straße nach Nenzlingen geht. Also ich denke, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ne? Hier überall diese Wallanlagen. Wir sind ja neulich bei Sturm und Regen da durchgelaufen. Wir sind genau hier vorbei, ohne dass ich die Viereckschanze gesehen hätte, denn es war ja so ein grasliches Wetter letzte Woche. Da war einfach nichts zu sehen. Wir sind also genau hier vorbeigekommen. Wir sind diesen Weg rausgekommen und haben uns dann da hinten entschlossen, den Weg dahinter zu gehen. Und hier sind diese vielen, vielen Wege und Hohlwege, die aus dem Felsen rausgehauen sind. Also schon eine tolle Sache, eine prima Anlage. Und sicherlich nicht nur eine Viereckschanze, sondern ich glaube, dass hier ganz viel bebaut war. Also hier rechts ist was aufgeschüttet, hier links ist was aufgeschüttet. Und viel interessanter finde ich persönlich die Sachen hier auf der anderen Straßenseite. Wie gesagt, da unten bin ich reingefahren. Das sind Eichen. Ganz, ganz besonders ist das. Eine ganz, ganz und gar besondere Atmosphäre hat das Ganze schon, wenn man da reinfährt. Ja, und hier geht's hoch. Also ich bin überzeugt, dass man hier wahrscheinlich überall Siedlungsreste finden kann. Dazu kommt, man sieht es am Boden, es ist recht feucht hier. Und meine Freundin, die Brennnessel, ist hier überall. Und die Brennnessel ist ja so eine Pflanze, die regeneriert. Dort, wo Siedlungen waren, wo Abfälle im Boden sind. Schaut euch das Schöne an, da ist der Ginster, der da blüht. Also das hier ist schon eine ganz besondere Ecke auch. Ja, also hier sieht man jetzt die Schanzenanlage sehr deutlich. Ich bin da ja neulich im Regen vorbeigelaufen, ohne dass ich es erkannt hätte. Wenn da jemand davon spricht, dass das 4 Meter hoch ist, ja, ist es gut und gern. Na, ich stelle mich mal mit dazu. Dann bin ich Würstel so 1,60 groß, größer bin ich ja nicht. Und da oben ist die Schanze zu Ende. Also das ist deutlich mehr als doppelt so hoch, wie ich groß bin. Also da oben ist die große Schanze. Hier ist also alles aufgeschüttet. Das macht auch Sinn. Hier geht ein Weg rum und da drüben geht der nächste Weg rein. Und wir sind dann praktisch neulich, denn ich bin, glaube ich, genau hier runtergekommen. Wir sind also neulich genau da oben auf diesem Wall im strömenden Regen und Wind gelaufen. Jawohl, da geht ein kleiner Weg hoch. Aha, schaut her, Viereckschanze. Das ist also der Wall der Viereckschanze. Innen drin war dann das Gehöft und hier ist die andere Seite von dem Wall. Und schaut euch das an. Genau hier oben sind wir gelaufen. Das
das kommt jetzt praktisch ein, zwei Videos vorher, beziehungsweise vielleicht stelle ich es auch hinten an. Da kommen die schönen Maiglöckchen, nicht zu verwechseln mit Bärlauch. Bärlauch gibt es hier auch ganz viel in Thalmessing. Ich habe gestern welchen geholt und ein schönes Pesto gemacht. Ganz fein. Und da innen, das war also dann praktisch der Innenhof. Jawohl. Sehr, sehr schön. Also eine keltische Wallanlage und hier darf man das jetzt auch sagen. Hier ist es ein offizieller Fundort einer keltischen Wallanlage. Nur nochmal zur Erinnerung, so tief geht es da runter. Das sind hier gut und gern 4 Meter, wenn nicht gar mehr. Und da drüben geht es weiter. Also hier ist die Kante und da drüben geht es weiter. So, jetzt fahren wir aber weiter. Ich fahre heute noch mit euch nach Ohlangen hoch. Mal schauen, was wir da finden. So, das da unten, das ist das kleine Dorf, ist Ohlangen. Das ist die Straße, die da hinführt. Also vorbei an der Keltenschanze. Dazwischen liegt ein tiefes Tal. Heute Wald bestanden, das extrem fruchtbar ist. Und auch da unten, das Tal ist sehr, sehr fruchtbar. Die Straße da hinten bin ich schon mal hochgefahren. Und das da drüben ist wieder ein Zeugenberg. Wir sind am Ortseingang von Ohlangen. Hier sehen wir jetzt wieder den ersten Keller. Oder waren es Behausungen? Und was sehen wir wieder vorne? Ist er natürlich neu, modern vorgemauert und dahinter eine gelegte Bruchsteinwand. Der führt sicherlich sehr tief in den Fels hinein. Jetzt sind wir gerade mal ein paar hundert Meter weitergefahren ans Ortsende von Ohlangen. Ich will euch hier was zeigen, was jetzt mit Kelten und Funden nicht direkt zu tun hat, wobei wir hier natürlich in einer Fundgegend sind. Weil man sich das immer nicht vorstellen kann, wie die früher gelebt haben. Ich habe mich gerade mit der Petra darüber unterhalten. Das finstere Mittelalter oder auch die finstere Vorzeit, so schlimm war die, glaube ich, gar nicht. Das, was wir hier sehen, ist ziemlich genau das, was man ein Tagwerk bezeichnet. Ein Garten, ein Tagwerk groß. Das hieß, da hat man einen Tag lang zu tun gehabt, um diesen Garten in Schuss zu halten. Davon fließt ein bisschen Wasser vorbei, also das hat man auch. Naja, was hat man da drin? Seine Stauden. Normalerweise hat man sein Getreide drin, seine Wurzelfrüchte, Rüben und so weiter. Natürlich ja Gras fürs Vieh. Das ist eine Tagwerkarbeit. Es war praktisch, hieß so, wenn man so einen Garten hat, hat man ein Tag über, und der Tag damals draußen war nicht lang. In der Früh hat man das Vieh gefüttert und der Tag war so, ja, gegen Mittag schon fast vorbei, weil dann ist man heim und hat gegessen, hat ein Essen bekommen von der Frau und dann war das Größte schon gemacht und da haben die Kinder natürlich mitgeholfen und das kann man sich gut vorstellen, dass man so einen Garten in einem Tag, wenn man da jeden Tag ein bisschen was macht, in Schuss halten kann, am Rand bepflanzt mit. Naja, hier sind es jetzt keine Obstbäume, aber das kann man sich gut vorstellen, dass man da vielleicht noch ein paar Obstbäume am Rand gehabt hat. Da oben, es gehört auch zum Tagwerk, seht ihr, diese Korbweide, natürlich, die braucht man. Da macht man Körbe drauf und früher ist der Bach da runtergekommen. Das tut er nicht mehr, denn ein Stückchen weiter vorne sind wir an der Wasserentnahmestelle vorbeigekommen. Sprich, die Gemeinde holt sich für mich und andere Menschen das Wasser hier wieder raus. So, also jetzt sind wir diesen magischen Platz, der mich so an dieses Feld in Weizenhofen erinnert, ein Stück reingegangen. Auf der anderen Seite ist es auch drauf befestigt. Ich denke aber nicht, dass da oben eine Siedlung war, sondern ich denke, das war eher sowas wie eine Hochweide. Dieser Platz hat was ganz Besonderes. Und ich glaube auch, dass diese Alleebäume hier das sind Ulmen, glaube ich, ja, das sind Ulmen, dass die auch was Besonderes bedeuten. Aber das Schönste hier ist ja diese gigantische Eiche, dieser gigantische Baum. Es ist keine Eiche, es ist eine Linde und es ist eigentlich das Abbild einer Dorflinde, wie man sie sich vorstellt. Und ja, wenn ich zu siedeln gehabt hätte, wäre ich sicherlich gerne hierher gekommen.
Denn was braucht man zum Siedeln? Wasser. Das ist ja immer so für mich, dass ich schaue immer, ist irgendwo ein Wasser? Und wenn ja, wenn ich irgendwo ein Wasser sehe, dann denke ich mir auch, wo ein Wasser ist, ideal wäre es, wenn man auch noch Fische halten könnte. Und was sehen wir hier? Tatsächlich, wir sehen hier eine Fischweiheranlage. Diese Fischweiheranlage muss nicht neu sein. Das heißt, die kann eigentlich schon immer bestehen. Schauen wir mal darüber. Ich sehe da unten aus dem Rohr Wasser raussprudeln. Schauen wir mal, wo das herkommt. Aha, ich ahne es. Das läuft hier oben runter. Das ist der Berg, auf dem wir jetzt nachher hochfahren, Richtung Reinwardshofen. Jawohl. Schaut, da kommt das Wasser raus. Viel ist es nicht. Wie gesagt, unten ist eine Wasserentnahmestelle. Aber schaut mal da rein. Es ist klar, man kann bis auf den Grund sehen. Und da unten tummelt sich's schon drinnen. Da sind lauter Fischlein drin. Gut abgespannt mit Netzen, dass da nicht der Reiher kommt oder der Storch oder wer auch immer. Aha, hier kommt nur so ein bisschen Wasser raus. Und da herüben kommt noch einmal deutlich mehr Wasser raus. Da hinten ist ein breites Rohr. Das ist also jetzt keine Quelle, sondern das ist bereits Wasser, das von oben kommt. Boah, da ist ein dicker Karpfen aber schon drin. Na, vielleicht hat er sogar schon Winter überlebt. Und ein Haufen kleine. Ja, und die Wiesen hier sind saftig und satt. Und so geht es immer weiter runter. Also das sind viele dieser Weiher. Und direkt da unten ist dann anschließend auch dieser Garten, bei dem wir gerade waren. Jetzt wollen wir noch unsere Freundin Linde besuchen. Hier übrigens überall Minze. Minze sagt mir immer, und was für eine feine Minze. Ah, die kann ich nur. Die schmeckt aber richtig gut. Ach, ist die fein. Also, ganz, ganz, ganz hervorragend. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Dorflinde an. Oh ja, diese Linde ist sicherlich schon sehr, sehr alt. Man kann sich gut vorstellen, hier im Schatten dieses großen Baumes. Ach, wie konnte man da gut sitzen und war geschützt und konnte auch feiern und konnte sich hier gut gehen lassen. Ja, wunderbar. Also eigentlich für mich hier ein idealer Grund, um zu siedeln. Hier laufe ich gerade eine Stelle hoch, wo es so aussieht, es ist wieder so ein Krater, so ein Einsturzkrater. Na, vielleicht war da was. Ein Keller, ein Haus. Oh, da hinten haben sie eine große Linde gefällt gehabt. Gab es also noch mehr davon hier. Ja, wunderbar. Also hier eine ideale Stelle zum Siedeln. Übrigens nicht nur ideal jetzt zum Siedeln so, sondern auch zum Hausbauen. Denn hier haben wir das, was wir am dringendsten brauchen, nämlich roten Lehm. Also auch die Baumaterialien sind hier vor Ort in Hülle und Fülle vorhanden. Naja, und da geht's hoch, die Rampe zu dieser Bergwiese da vorne. Bestimmt hat man da oben das Vieh gehalten. Dann hat man es nämlich von diesem Dorfplatz aus auch immer schön sehen können.